Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Im Gameplay seht ihr aktuelles Gameplay zum Pflanzen-Event. Und ich werde euch heute ein paar Dinge zeigen und euch nochmal darauf vorbereiten für morgen. Morgen ist C-Day und nicht ab 11 Uhr. Also schlaft aus und vergesst das nicht. Nicht, dass ihr morgen aufschreckt. Oh mein Gott, 11 Uhr. Nein, ihr habt Zeit bis 15 Uhr. Also auf den C-Day kann man sich ein bisschen vorbereiten. Es gibt auch ein paar Tipps, was man alles so machen kann. Ich würde euch zum Beispiel gerne erzählen, wie ich meinen Itembeutel eigentlich aufräume. Einfach mal so, weil klar, Platz im Beutel sollte man haben oder zumindest nicht unbedingt Platz, sondern viele, 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 viele Bälle. Aber wie kriegt man viele Bälle? Was kann man dafür tun? Also 300 goldene Himi finde ich zum Beispiel persönlich viel zu viel. Aber wirklich viel zu viel. Das Interessante ist, ich spiele quasi null Arenen-Gameplay, weil einfach bei uns in meinem Dorf wirklich meistens die Arenen rot sind. Und wenn sie eine andere Farbe haben, dann mache ich so wenig Schaden, dann mache ich einen kleinen Trank drauf und dann war es das. Also selbst wenn ich Arenen-Gameplay machen würde, es sind meistens Arenen, wo dann auch die Motivation so niedrig ist, dass man da eh nichts groß aufladen kann. Also wenn ich meine Pokémon aufladen muss, dann eigentlich eher, weil sie durch einen Raid besiegt worden sind. Deswegen werfe ich zum Beispiel Top-Beleber ab 40 ungefähr oder ab 30 tatsächlich schon wieder welche weg. Ich gucke, dass ich 20 bis 25 Top-Beleber habe und bei den Top-Tränken ist es genauso. Also, weil die sammeln sich irgendwann wirklich extrem an und was will man mit 150? Die gibt man nie aus. Habt ihr wirklich schon mal an einem Tag 150 Top-Tränke verwendet? Wenn nicht, braucht man sie auch nicht. Meiner Meinung nach. Aber jeder kann spielen, wie er möchte. Ich sage nur, wie ich es mache. Ich versuche, alle Beeren zu verfüttern. Außer die, die ich natürlich behalten möchte. Außer es wird zu extrem. Wenn ich über 300 Sanana habe, weiß ich, das bringt nichts. Das ist zu viel. Das schaffe ich nicht, das in Ruhe auszugeben. Also verfüttere ich jede Beere, so gut es geht. Ich habe die goldenen jetzt zum Beispiel bald runter auf 100. Ich finde, man braucht nicht mehr. Das ist auch meistens so. Die sammeln sich tatsächlich dann eh wieder an. Weil ich versuche in den Raids meistens auch die Sanana-Beeren zu benutzen und nicht die goldenen. Die goldenen nehme ich ja erst eher am Schluss. Und dann sollte es dann eigentlich auch schnell drin sein. Deswegen habe ich, glaube ich, auch so viele angesammelt. Obwohl die ja nicht mehr so krass in der Raid-Belohnung rauskommt. So, und natürlich gibt es noch einige andere Items, wo ich natürlich versuche, wirklich weit unten zu bleiben. Zum Beispiel Sonderbonbons gebe ich sofort aus. Die Steine habe ich mich jetzt mal einfach entschieden. Pro Stein nur 12, außer Sinnoh. Die Sinnoh-Steine behalte ich, weil man weiß nie, wann die Rate wieder runtergesetzt wird und wir brauchen die ja noch relativ häufig. Also man kann wirklich sehr viel damit entwickeln. Naja, ich habe für euch oder ich möchte euch zeigen, was sich denn bei meinen 100% Pokémon eigentlich getan hat. Und zwar die letzten drei, die ich bekommen habe. Ein Ammonitas aus einer Feldforschung, ein Mankey mit Pokéball Plus gefangen und ein 100% Rettern, das habe ich während eines Twitch-Livestreams gefangen. Das war sehr lustig, weil ich habe es mit der Hand gefangen, habe es bewertet und habe gesagt, oh mein Gott, ich habe gerade einen 100er gefangen. Genau, als nächstes möchte ich euch nochmal meine letzten Shinies zeigen. Da ist ein Lunastein, das habt ihr doch gar nicht gesehen. Ich habe einen Lunastein bekommen, ich weiß nicht, an dem Morgen so viele Lunasteine gesehen und gedacht, wow, was ist denn jetzt los? Und ja, mein Pokéball Plus hat das Lunastein am 21.03. gefangen, also gestern. Und Cramorx Shiny am 28.02. war das, auch mit Pokéball Plus. Und das letzte Thema ist Lucky. Da habe ich euch hier auch mal kurz so die letzten 9 angezeigt. Einige Babys sind dazugekommen. Und ja, ich nehme halt die Tauschaktionen meistens gar nicht auf, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Lucky rauskommt, ist einfach
nicht so hoch, dass man sagen kann, es lohnt sich, das aufzunehmen. Danach bin ich eigentlich nur noch mit Videolöschen beschäftigt und das ist Zeitverschwendung. Morgen ist Gekkabor Community Day von 15 bis 18 Uhr. Vergesst es nicht, es gibt dann nicht nur Gekkabor sehr häufig, sondern dann wird auch meistens, das war bei jedem Community Day so, dass dann auch die Shiny-Variante freigeschaltet wurde. Und ein Shiny während eines Community Days zu bekommen, da liegt die Chance 1 zu 25. Circa. Es ist 24, irgendwas, aber 1 zu 25. Die Eierdistanz ist auf ein Viertel reduziert. Ich werde euch nochmal kurz anzeigen, was das genau bedeutet. Wer also das Glück hat oder sich vorbereitet hat, vorbereiten hätte man sich können, indem man einfach alle Eier ausbrütet, außer die 10 Kilometer Eier, und die behält man. Wenn man das rechtzeitig vorbereitet, hat man vielleicht 9, 10 Kilometer Eier im Beutel. Diese dann genau zum Start vom Community Day rein in die Brutmaschinen, zum Beispiel in die Superbrutmaschine, und dann müsst ihr nur 1,67 Kilometer laufen. Und wenn ihr das dann ausgebrütet habt, könnte man zum Beispiel, weil man vielleicht nicht warten kann, weil zum Beispiel die Pokestops einfach die Eier nicht richtig ausspucken, könnte man dann die 7 Kilometer Eier, und wenn man noch Superbrutmaschinen hat, dann auch dort reinlegen, und dann wären das 1,17 Kilometer. Falls ihr nur normale Brutmaschinen habt, sind trotzdem die 7 Kilometer Eier bei 1,75, was auch nicht schlecht ist. Die reduzierte Eierdistanz ist so lange vorhanden, bis das Ei ausgebrütet ist. Ihr könnt kurz vor Eventende, 18 Uhr, noch ein paar Eier in die Brutmaschinen legen. Sie haben dann die verkürzte Zeit, bis sie ausgebrütet sind. Die nächste Besonderheit an diesem Community Day ist, wie immer, dass das Pokémon, wenn man es weiterentwickelt, eine besondere Attacke erhält. Gewaltro bekommt Flora-Statue. Ich hatte euch schon berichtet, dass Flora-Statue bei Gewaltro Folgendes bewirkt, dass es in seltenen Fällen tatsächlich Roserade überholt. Ansonsten wird es ungefähr gleich stark sein wie Roserade. Und was man aber auf jeden Fall sagen muss, Gewaltro ist eine kostengünstige Anschaffung, also günstiger als Roserade. Roserade braucht den Sinnohstein. Und wenn ihr Pech habt, sehr viele Lade-TMs. Und bei Gewaltro habt ihr eine einfache Chance, einfach am Community Day entwickeln, und ihr habt es. Entwickelt so viele, wie ihr könnt, und keine Ahnung, entwickelt die starken und tauscht sie später, haben auch einen guten Tauschwert. Da kann man auch mal ein legendäres für verlangen, zum Beispiel. Und generell sollte man vielleicht nach den 3 Stunden auch die Gekkabor mit hohem Level tauschen und hoffen, dass man ein Lucky bekommt, falls man kein gutes bekommt. Wie immer bei jedem Community Day könnt ihr ja das Event-Pokémon 3 Stunden fangen und nach dem Community Day, also dieses Mal nach 18 Uhr, dann 1 Stunde lang entwickeln. Das heißt, man geht am besten hin. Wenn der Community Day vorbei ist, tauscht man, hofft auf einen Lucky und und dieses kann man dann auf jeden Fall entwickeln, weil es gut ist. Aber manchmal hat man ja auch Glück und man findet noch ein gutes oder hat noch ein gutes, das entwickelt man auch noch. Ein 6er-Team sollte man sich vielleicht zusammen entwickeln, vielleicht noch zusätzliche, um später diese zu tauschen, ist natürlich auch eine tolle Sache. Natürlich ist Entwickeln nicht ganz die einzigste Möglichkeit, um Flora-Statue auf Gewaltro zu bekommen. Man könnte auch ein Gewaltro fangen. Aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass man ein Gewaltro findet. Es gehen keine TMs auf alte Gewaltros oder, ohne S natürlich, oder die zweite Ladeattacke. Das geht alles nicht. Und passt bitte ja auf, wenn ihr beim Entwickeln kein GPS-Signal habt, kann es passieren, dass ihr die Community Day Attacke nicht bekommt. Das wäre sehr enttäuschend, wenn es ein 100er ist. Ich habe vorhin mal meinen Pokédex-Eintrag von Gekkabor angesehen und war etwas überrascht. Gesehen habe ich 247. Ist eine schöne Anzahl, muss ich auf jeden Fall sagen. Also da habe ich echt schon einige gesehen. Aber gefangen 147. 100 Stück sind mir geflüchtet. Krass, aber machen wir weiter. Man sollte natürlich auch gucken, dass man seinen Beutel aufräumt.
300 bis 500, wenn man überhaupt nicht bewerten möchte. Wenn man aber bewerten möchte und einfach nur die starken behalten will, reichen um die 100, 150 Plätze ja eigentlich auch. Aber dann müsst ihr halt jedes Pokémon bewerten und abwägen, ob es behält oder nicht. Schaut aber, dass ihr vielleicht trotzdem ein paar Pokémon auch bei Level 30 oder gerade so Level 30 behaltet. Nicht, dass ihr am Ende vielleicht nicht genügend habt, weil man kriegt ja nicht ständig Level 35, Level 35. Ihr wisst, 8000 Sternstaub ist auf jeden Fall ein Level 35er Gekabor. Die auf jeden Fall aufheben und später tauschen. So, es wird bestimmt Feldforschungen geben, die heißen Fange 3 Gekabor. Für Items oder Staub. Und Staub ist natürlich was ganz Schönes, wenn man vielleicht doch noch ein Sternenstück anhat, dann ist das auf jeden Fall eine tolle Sache. Denkt dran, viele Pokestops zu besuchen, wenn ihr diese Aufgaben häufig machen wollt, weil ihr könnt pro Pokestop halt nur einmal täglich die Aufgabe erfüllen und danach kriegt ihr keine neue, sondern ihr müsst an den nächsten Pokestop eine holen. Um 14.59 Uhr empfehle ich euch, startet mindestens ein Glücksei, falls ihr Freundschaften in eurem Beutel habt, falls ihr Freundschaften habt, die kurz vor Hyperfreunde beste Freunde sind, damit die Leute ihre Geschenke aufmachen. Also im Endeffekt, um 15 Uhr wird Geschenke aufgemacht, um Hyperfreunde und beste Freunde innerhalb der halben Stunde dann mit einem Glücksei zu feiern. Habt ihr das getan, legt eure Eier in die Brutmaschinen, falls ihr welche ausbrüten wollt, weil diese Chance, so eine geringe Distanz zu haben, ist trotzdem eine tolle Sache. Das heißt, an dem Tag könnt ihr auch viele Eier ausbrüten. Deswegen ein Sternenstück wäre empfehlenswert, wenn ihr ein paar 10 Kilometer Eier habt und die dann ausbrütet. Damit könnt ihr den Sternstaub aus den Eiern nochmal besser nutzen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut in der Videobeschreibung und bei Poketen vorbei, wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt. Abonnieren, Glocke aktivieren oder auf Twitter folgen und bis zum nächsten Mal. Batsch.